Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, dem wöchentlichen Fußball-Talk hier auf dem Kanal. Heute zum neuen Wochenende, zur neuen Bundesliga, zum neuen Spieltag besser gesagt und natürlich auch wieder zur Premier League, in der wir ein mega interessantes Spiel haben mit viel deutscher Beteiligung, auf das ich heute natürlich auch eingehen werde, und zwar Arsenal gegen Liverpool. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut wieder 100 Likes, 150 Likes für diese Episode, würde ich mich tierisch drüber freuen. Checkt auf jeden Fall Football Stars in der Videobeschreibung. Habe. Ihr könnt kostenlos an den Challenges teilnehmen, gegen mich antreten, euer Fußballfachwissen unter Beweis stellen und coole Preise gewinnen. Unter anderem gibt es momentan noch reduziert für nur 5.500 Stars, normalerweise knapp 10.000 Stars, das Trikot eurer Wahl aus der Bundesliga. Das heißt, ein Bundesliga-Trikot von eurem Lieblingsverein könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr diese Prämie gewinnt. Letzte Woche gab es eine Challenge zum Spiel zwischen Atletico und Barcelona und diese Woche, müsst ihr schon alle Challenges gewinnen, um dann teilzunehmen. Aber nichtsdestotrotz ist das Trikot halt reduziert, also es lohnt sich auf jeden Fall, bei diesen Challenges mitzumachen, um das nächste Mal, wenn es diese Chance gibt, sich ein günstiges Trikot beispielsweise zu sichern, genug Stars beisammen zu haben. Wir gucken auf die Auswertung der letzten Woche. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, lief es in der Bundesliga nicht ganz so gut, in der Premier League dafür umso besser. Call of Duty habe ich gewonnen, die Challenge, 144 Stars konnte ich da mitnehmen. Das ist in Ordnung, hier als Zweiter mit 7,8. Ja, Kelly und Ake haben beide nicht gespielt, Barry hat auch nicht gespielt, Vokes hat schlecht gespielt, aber McLean und Downing haben beide gespielt und haben zumindest ein paar Punkte gesammelt. Der Uffel, in den ich schon mehrfach gespielt habe mittlerweile, den kenne ich schon. Der hat wiederum, richtig reingeschissen. Mirallas hat nämlich gespielt bei Everton. Nicht schlecht. McLean und Sarko. Respekt auf jeden Fall dafür. Platz Nummer 1. Ich auf Platz Nummer 2. Und hier die restlichen alle auf Platz Nummer 3 abgesehen von Leze Rostik. Ja, ein bisschen eingerostet, der Freund. Ja, bei den anderen Challenges habe ich nicht gewonnen. Da war ich so im unteren Mittelfeld, sag ich mal, allgemein im Mittelfeld eher besiedelt. Und deswegen wollen wir es diese Woche besser machen. In der Bundesliga, aber auch in der englischen Premier League. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Gerne auch die Meinung, wenn ihr nicht bei Football Stars mitmachen wollt, was ich aber empfehlen würde. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Freue mich auch drüber. Allgemein könnt ihr aber trotzdem noch unter das Video schauen. Da könnt ihr meinen Kanal hier abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Kostenlos für euch. Dazu natürlich auch meine Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook. Mein Merchandise auch kostenlos für euch. Also nicht kostenlos, aber kostenlos ist auszuchecken. Und natürlich dazu noch IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points und PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. So, wir machen heute folgende Challenges. Ich werde sie euch ganz kurz vorstellen, dann werde ich sie kurz machen. Und dann erkläre ich euch, warum ich welche Spieler aufgestellt habe. In der Bundesliga machen wir Bananenflanken als Bundesliga-Konferenz-Challenge. Das heißt, die Spiele am Samstag. Dazu haben wir Samstagabend noch das Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Das Spiel wird es ja in den nächsten Wochen öfter geben. Deswegen machen wir da Brandstifter. Und wir werden dazu noch in der Premier League, wie bereits angekündigt, das Spiel zum, die Challenge zum Topspiel machen. So ist richtig. Und zwar Flügelflitzer Liverpool gegen den FC Arsenal mit ganz viel deutscher Beteiligung. Und es gibt 1080 Stars zu gewinnen. Lohnt sich also auf jeden Fall, da teilzunehmen. Gut, ich würde sagen, hier übrigens nochmal die Anmerkung, bis zum 5.3. noch Wunschtrikot sichern für 5.500 Stars anstelle von 11.000. Lohnt sich also auf jeden Fall. Ich mache die Challenges und wir sehen uns gleich. Unkonventionell fangen wir heute mal in der Premier League an, und zwar mit Liverpool gegen Arsenal. Da haben wir die perfekte bzw. die brillante Achse. Zwei Spieler pro Mannschaft, 1-1-1-1. Das heißt, ein Stürmer, ein Innenverteidiger, ein Mittelfeldspieler oder Verteidiger nur, ein Mittelfeldspieler und ein Torwart. Ich habe mich entschieden für Mignolet, Bellerin, Emre Can und Sanchez. Das heißt, so einen schönen Strickmuster. Ne? Einmal Liverpool, dann Arsenal, dann Liverpool, dann Arsenal. Würde auch so weiter fortgesetzt werden. Mignolet im Kasten, weil er günstig ist und weil er momentan spielt. Bellerin, weil er in meinen Augen immer ein Spieler ist, der auch bei solchen Spielen glänzen kann, wenn er möchte. Und gerade gegen Top-Teams, weil die immer ganz gut spielt. Dann Emre Can, da ist die Sache, dass der einfach im Mittelfeld relativ günstig ist und für mich eine sehr solide Saison spielt. Und Alexis Sanchez vorne drin ist, denke ich mal, offensichtlich, weil momentan läuft es bei Liverpool Stürmer nicht so unbedingt. Bei Firmino, Mané, ja klar, gut beide, aber ich glaube, Sanchez ist momentan stärker, deswegen habe ich den da hingestellt. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen weniger Budget, aber ist ja sonst hingekommen mit Can, Bellerin und Mignolet und von daher passt das. Das Spiel übrigens, denke ich, wird unentschieden ausgehen. Ich sehe Arsenal momentan nicht viel schwächer als Liverpool. Und ich sehe Liverpool momentan nicht viel stärker, gerade auch zu Hause nicht als Arsenal. Dementsprechend sage ich da, es wird 2-2 ausgehen. Sanchez wird auf jeden Fall eine Bude machen. Mal sehen, ob er Liverpool treffen wird. Ich könnte mir auf jeden Fall den Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich auch interessant zu sehen, wie die Deutschen performen. Klopp als Trainer, dann Can, Karius, ob er spielen wird. Özil dann natürlich auf Seiten von Arsenal. Ich weiß gar nicht, wie es momentan um die Gesundheit von Shkodran Mustafi steht. Aber der scheint fit zu sein, scheint auch zu spielen. Wenn er hier zumindest mit dem Haken steht, weil Koscielny angeschlagen und verletzt ist. Und bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Die restliche Premier
mir liegt. Da werfen wir natürlich auch noch einen ganz kurzen Blick drauf, was da so von sich gehen wird, beziehungsweise vonstatten gehen wird, und meine Tipps zu den Spielen. Und zwar haben wir da Man United gegen Bournemouth 2-0. Man United momentan einfach zu stark. Swansea gegen Burnley 1-1. Watford gegen Southampton 1-1. Leicester gegen Hull City. Leicester, glaube ich, im Aufwärtstrend 2-0. West Brom gegen Crystal Palace 1-1. Stoke City gegen Middlesbrough 2-1. Liverpool Arsenal, ich gedacht, 2-2. Tottenham gegen Everton 3-1. Sunderland gegen Manchester City 0-4. Und West Ham gegen Chelsea 1-2. Ja, das sind meine Tipps. Schreibt mir eure gerne in die Kommentare. Mal sehen, ob ihr wieder besser darstellt als ich am Ende. Und dann kommen wir zur Bundesliga und zu den Bundesliga-Challenges. Da haben wir einmal Bananenflanken, die Konferenz. Das heißt, da geht es um die Spieler, die meisten Flanken schlagen, logischerweise. Wir haben keine Einschränkungen. Gar nicht. Es geht nur um die meisten Flanken und dementsprechend konnte ich natürlich auch gut Geld rausballern. Das Ding ist jetzt nur, dass ich nicht genau weiß, ob das Mittelfeld genauso stehen sein sollte. Esser im Kasten, weil Torwart ist relevant. Habe ich jetzt einfach einen Darsteller genommen, um Sympathiebonus bei euch zu sammeln. Philipp Lahm, Außenverteidiger, schlägt viele Flanken. Gebre Selassie genauso, Rodriguez genauso und Piszczek genauso. Normalerweise würde ich natürlich Alaba noch nehmen, aber Alaba steht noch nicht fest, ob er spielt, weil der angeschlagen ist und ich dementsprechend kein Risiko eingehen möchte. Dann nehme ich lieber Selassie und Rodriguez. Die haben auch relativ einfache Gegner. Also Wolfsburg hat keinen einfachen Gegner, aber ich glaube, Rodriguez schlägt trotzdem viele Flanken, auch wenn sie in den Arm vom Torwart landen. Darum geht es ja aber auch nicht. Und ja, genau. Hoffenheim spielt zu Hause gegen Ingolstadt. Das heißt, Demir Balbe wahrscheinlich wieder, weil er so gut in Form ist momentan, eine gute Partie abliefern. Junuzovic spielt mit Bremen zu Hause. Das ist der Trumpf gegen Darmstadt. Das ist der doppelte Trumpf. Dementsprechend wird auch der wahrscheinlich mit seinen Standards alleine so viele Flanken reinschlagen, dass er ein paar Punkte sammeln wird. Und Öztunali spielt gegen Wolfsburg. Da weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich das lassen will. Das Problem ist bei Bayern halt, ich weiß nicht, wen ich da im Mittelfeld hinstellen soll. Weil ja diese Rotation sowas von ekelhaft ist. Der Einzige, den du eigentlich hinstellen kannst, ist Thiago. Die Sache ist, flankt Thiago? Ja. Komm, machen wir auf Risiko. Öfter als Öztunali wird er wohl flanken. Dann haben wir Thiago anstelle von Öztunali. Den mir aber auch gut vorstellen können, weil er gut in Form ist. Aber die Sache ist halt, spielen die gut gegen Wolfsburg. Ich glaube nicht, Wolfsburg gewinnt das Ding sogar. Will mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vorne drin, Robben, Douglas, Costa, Dembélé, muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Warum nicht Lewandowski oder Müller? Es geht um Flanken. Und ich bin mir sehr sicher, dass Robben und Costa spielen werden. Ansonsten würde ich für Robben oder Costa Müller hinstellen, aber ich glaube, die beiden werden starten. Von daher, ja, und Dembélé, ja, das denke ich mal. Auch relativ offensichtlich. So, zu meinen Tipps. Hoffenheim gegen Ingolstadt. Das wird ein 2-0. Heimsieg für Hoffenheim. Köln gegen Bayern 0-2. Also genau das gleiche Ergebnis umgedreht. Dann haben wir Bremen gegen Darmstadt. Ha, knappe Geschichte 2-1, aber für Bremen halt. Mainz gegen Wolfsburg. Da tippe ich auf ein 1-2. Also genau das gleiche Ergebnis wie gerade. Auch wieder umgedreht. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, Wolfsburg wird das Ding gewinnen. Unkonventioneller muss mal sein. Und Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen 1-0 durch Dembélé. Nein, durch Dembélés Vorlage und Aubameyang trifft. Ich glaube, auch wenn Leverkusen ja schwächelt und so, ne, wellenförmig in Form ist, ich glaube, das wird eng. Ich glaube, das wird ganz eng. Aber ich glaube, Dortmund gewinnt. Deswegen lassen wir das auf jeden Fall so stehen. Speichern das Ganze einmal ab und kommen dann zum Topspiel am Samstag. Und das ist logischerweise Gladbach gegen Schalke. Haben wir ja bereits angesprochen. Die Borussia im Pokal weitergekommen gegen den HSV. Relativ souverän im zweiten Durchgang. Erster Durchgang war nicht so stark, aber Hamburg hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Und Schalke souverän rausgeflogen gegen Bayern, ohne den Hauch einer Chance zu haben. Es geht um die meisten Zweikämpfe. Defensiv aufgrund des Budgets, Wendt und Nastasic. Ich glaube, die bestreiten sowieso mal viele Zweikämpfe und Wendt ist sehr gut in Form momentan, deswegen wird er wahrscheinlich auch viele gewinnen. Nastasic ist der günstigste Innenverteidiger und ja, passt dementsprechend. Bentaleb und Kramer Mittelfeld, beides zwei Abräumer, beides natürlich auch spielstarke Spieler oder aufbaustarke Spieler, aber beides Zweikämpfer, dementsprechend stehen die da. Und vorne drin Stindl und Burgstaller. Burgstaller, weil er einfach ein Tier ist und ein Biest ist und sich immer irgendwie durchkämpfen muss und das auch tut, weil er den Körper dafür hat. Und Stindl, weil der kein klassischer Stürmer ist, sondern auch viele Zweikämpfe bestreitet, passt dementsprechend ganz gut, finde ich. Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Ballert sie mir gerne mal in die Kommentare rein. Mein Tipp zu diesem Spiel übrigens, weil Gladbach zu Hause spielt, wird das ein knapper Sieg für die Gladbacher, für die Fohlenelf. Und zwar mit 2-1 gegen Borussia, gegen Schalke 04. Mein Kopf ist wieder so leer heute. Ich war den halben Tag in der Schule und zack, bin ich fertig mit der Welt. Schlimm sowas. Gut, kommen wir zu den anderen Spielen, die wir noch haben in der Bundesliga an diesem Wochenende. Unter anderem RB Leipzig gegen Augsburg. Ganz spannende Partie an sich, weil Augsburg unter Zugzwang ist und Leipzig nur in gewisser Weise. Das Spiel gibt es morgen Abend schon. Ich tippe auf einen Auswärtssieg der Leipziger mit 1-2. Am Sonntag gibt es dann Frankfurt gegen Freiburg. Frankfurt, ja, im Pokal war das nicht souverän. Es liegt halt wirklich an der Defensive und deswegen glaube ich, weil die Defensive momentan zu schwach ist, dass es ein 1-1 geben wird zwischen diesen beiden Vereinen. Und am Sonntag HSV gegen Hertha. Ganz, ganz spannende Geschichte. Hamburg zu Hause eigentlich stark im Pokal, war es jetzt halb souverän, nicht weitergekommen, aber genau das ist, glaube ich, das Problem. In der Liga verunsichert durch das 0-8 im Pokal rausgeflogen. Die Moral stimmt, glaube ich, jetzt gerade wieder nicht so. Und bei Hertha, die wollen oben dranbleiben, dementsprechend gewinnen die das Ganze mit 1-2.
Ja, irgendwie viele 2-1 dieses Wochenende, ne? Aber so tippt man halt. Ich denke mal, das kennt ihr, ist das häufig erzielte Ergebnis im Fußball. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Nehmt gegen mich an den Challenges teil auf footballstars.de bzw. .com, wie ihr oben sehen könnt. In der Videobeschreibung ist aber auch ein Link. Da müsst ihr nur draufklicken. Ist easy. Nehmt an der Challenge teil. Wenn er auf den Link geklickt hat, dann unterstützt er mich damit auch noch. Würde mich also doppelt freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.